Mit einem Eklat endete heute der Rostock-Besuch einer Delegation des Zentralrates der Juden in Deutschland. Der Vorsitzende des Innenausschusses der Bürgerschaft, der CDU-Politiker Schmidt, sagte auf einer Pressekonferenz, dem Zentralratsvorsitzenden Bubis, seine Heimat sei Israel. Die diffamierende Absicht dieser Frage war offensichtlich. Der deutsche Ignaz Bubis sollte als Ausländer abgestempelt werden, weil er Jude ist und weil er sich eingemischt hatte. Am Morgen hatte Bubis Lichtenhagen besucht, wo die Brandspuren an den Häusern noch zu sehen sind. Ein Symbol für den Zustand der deutschen Demokratie, gut zwei Jahre nach der Vereinigung. Man kann nicht drüber reden. Inwieweit können die sozialen Umstände hier etwas erklären? Wissen Sie, soziale Umstände ist eines und Gewalt ist wieder was anderes. Und die Menschen hier können nichts für die sozialen Umstände im Internet.